sie nachher durch entsprechende Zucht zu intensivieren, durch entsprechende Verpaarung, dann müsste man 10-mal so viele Völkchen da haben, wie wir haben. Die Single-Drohnen-Besamung ist einfach ein Filter, um das herauszufiltern in den Völkern, nämlich in dem Fall die Resistenz, aber andere Eigenschaften auch. Zum Beispiel Kalkbrüt habt ihr nicht mehr gesehen hier. Selbst da, wo kein Futter ist, Kalkbrüt ist bei uns verschwunden. Gibt es nicht mehr. Ist weg. Ein Milbenkot an der Wand ist, ist auch keine Milbe drin. Und beim Auszählen geht das ruckzuck. Öffnen, Puppe raus, einer schauen, ist da Milbenkot? Nein, weiter, nächste Zelle, nächste. Supercounter können 12 Völker am Tag auszählen. Und, du bringst mir auch einen neuen Begriff ein. Supercounter. Ja! Yes. Supercounter. Der Jacques Delays aus Belgien. Aber hier könnt ihr. 12. Hier kann jeder sich das anschauen. Der Milbenkot ist der weiße Punkt da. Ja, ja. Da an der Zellwand. Und unten sitzt noch eine Milbe. Für die, die nah genug dran sind, die sehen es auch. Okay. Ne? Ich kann mit den bloßen Augen jetzt nicht erkennen, ob sie. Aber richtig resistente Völker, die. Es heißt ja, die erkennen die Vermehrung. Was sie erkennen, wissen wir nicht. Die richtig resistenten, die nehmen sogar die Solitären weg. Wie die hier, die nimmt sogar die Solitären weg. Was heißt die Solitären? Wenn nur eine Milbe drin ist, ohne Nachkommen. Ohne Nachkommen. So. Findest du das? Ich fände das jetzt arg wenig Futter. Das wäre mein Problem. Kein Futter drin, weil ich noch nicht gefüttert habe. Machst du spät? Nein, sonst auf den Ständen ist alles soweit fertig, aber hier diese vormaligen Pflegevölker, die sind nicht, noch nicht gefüttert, werden aber gefüttert. Aber siehst du, jetzt ist ja die Brut weg soweit. Ne? Das ist hier nicht so einfach. Es war ja brennend heiß die ganzen Wochen und wo so viele Bienen stehen. Da muss man sehr gut aufpassen. Aber ich höre jetzt mal auf den Dan, der sagt, wir müssen mit der Zeit aufpassen. Mit dem Käfig da. Wir